Hallo, heute möchte ich euch gerne drei unglaublich tolle Bücher vorstellen, die mein Leben auf jeden Fall verändert haben und zwar zum extrem Positiven. Das heißt, ich habe die Bücher gelesen und konnte direkt sehr viele nützliche Tipps daraus ziehen und die auch unmittelbar im Alltag anwenden. Dadurch habe ich mein Leben nicht nur leichter gemacht, sondern vor allen Dingen komme ich auch viel besser klar mit anderen Menschen und mit Situationen. Und deswegen möchte ich euch heute eben drei Bücher ans Herz legen, die mir bei diesen Sachen extrem geholfen haben. Und das sind ganz unterschiedliche Bücher, aber es sind alles, es sind eigentlich zwei eher klassische Ratgeber, aber in total nett und bodenständig geschrieben, sodass man jetzt nicht irgendwie da zäh, so wie bei einem Sachbuch, Kapitel für Kapitel lesen muss. Also ist natürlich auch ganz nett, aber es ist für mich jetzt nicht so meins im Alltag, wenn ich manchmal nur 10 Minuten habe, um kurz weiterzulesen. Wenn es dann so ein tiefgründiges Sachbuch ist, fällt es mir schwer, sondern ich brauche eher so leichte Erkenntnisse, aber trotzdem auf einer tiefen Ebene. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn ihr euch schon mal so ein bisschen mit den Themen beschäftigt habt oder die Bücher hier lest, wisst ihr bestimmt genau, was ich meine. Und ein Buch ist auch mit dabei, das ist eher wie eine Geschichte geschrieben, beziehungsweise wie ein persönliches Erlebnis. Und das war jetzt auch was, das hat mich so bewegt. Ich habe sogar Tränen in den Augen gehabt, teilweise, als ich das letzte Buch jetzt gelesen habe. Das ist auch das neueste von den dreien. Und die kann ich euch, wie gesagt, sehr ans Herz legen. Und auch eins dieser Bücher habe ich sogar meinem Mann empfohlen. Und der liest normalerweise nicht solche Bücher, aber fand es tatsächlich auch sehr spannend. Und ich glaube, ich starte auch einfach mal mit dem, weil ich finde, es ist so die leichteste Kost in gewisser Weise und auch für Leute geeignet, die jetzt nicht so auf Emotionen basiert sind, sondern eher auf Fakten. Und zwar heißt es hier Alles Idioten. Und auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden durch Caroline Preuß tatsächlich, von der ich ja auch gelernt habe, wie man Online-Kurse erstellt. Und ich bin so froh, dass ich dieses Buch hier gekauft habe. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Dass wir schon mal gedacht haben, sag mal, spinnt die Person da oder ist die dumm? Also, dass man einfach nicht begreifen konnte, wie so ein anderer Mensch irgendwie in einer gewissen Weise handelt oder etwas tut oder sagt. Warum macht es der Mensch? Da verzweifelt man manchmal so sehr daran. Und ich persönlich habe schon vor vielen Jahren eben auch vor allen Dingen durch YouTube und Social Media gelernt, weniger an mir zu zweifeln, wenn ich jetzt so richtig blöde Kommentare bekomme, sondern ich habe schon länger verstanden, dass das meistens gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eben mit der Unzufriedenheit der Person. Also nicht in allen Fällen, natürlich eine normale Kritik ist eine Kritik, aber es gibt auch Leute, die einfach nur immer meckern und das hat dann gar nichts mit mir persönlich zu tun, die meckern bei jedem sozusagen. Und ja, trotzdem war das für mich einfach so ein Satz, der trotzdem immer wieder in meinem Kopf war und ich habe den auch bei vielen anderen Menschen schon gehört und deswegen habe ich das auch meinem Mann unter anderem empfohlen und wir finden es beide richtig, richtig toll. Da geht es einfach um die klassischen Farbtypen, beziehungsweise Persönlichkeitstypen, die untergliedert sind in 4 Farben. Und dieses System gibt es schon in verschiedenen Variationen. Ich glaube schon seit, keine Ahnung, über 30 Jahren oder sowas. Er bezieht sich hier auch auf dieses System, auf das Originalsystem der Thomas Erickson. Und das Ding ist aber, dass er es halt nochmal für sich so ein bisschen anders interpretiert hat und vor allen Dingen so herrlich schön geschrieben hat mit tollen Beispielen und vor allen Dingen bei meiner eigenen Farbe musste ich so oft lachen, als ich gelesen habe, was da geschrieben war. Und es ist so schön, wenn man sich plötzlich verstanden fühlt und merkt, so andere Menschen ticken genau wie einer selbst. Und wenn man dann die anderen Typen liest, dann denkt man so, ach so, deswegen reagiert die Person so. Ein Beispiel, wenn jemand rot ist oder auch gelb, die Personen handeln gern schnell. Das heißt, wenn dann jemand kommt und sagt, Moment, das müssen wir jetzt alles erstmal analysieren, das dauert jetzt noch seine Zeit und wenn die Person auch noch langsam spricht, dann drehen Rote und Gelbe relativ schnell am Rad und denken, spinnt die Person, das muss jetzt fertig werden, schnell. Und mich würde auch mal interessieren, schreibt mir gerne in die Kommentare, als welche Farbe ihr mich einschätzen würdet, beziehungsweise auch vielleicht, welche Farbkombination ihr mir zuordnen würdet. Es gibt insgesamt diese 4 Farben hier, ich blende es euch einfach mal ein und ich werde euch jetzt einfach mal kurz dazu sagen, welche Charakteristiken dafür typisch sind. Das heißt, wir haben einmal oben links blau und das ist analytisch. Und das heißt, man hat eher eine langsamere Reaktion, maximale Anstrengung für die Organisation, also ist fürs Planen, minimales Interesse an Beziehungen. Also natürlich ist das alles jetzt nur das Allgemeine. Man ist meistens ja noch durch viele andere Dinge beeinflusst oder ist auch eine Kombination aus Farben. Das heißt jetzt nicht, dass ein blauer Typ keine Beziehung möchte. Also das so ist es nicht gemeint. Also es ist nie das reine Extrem,
ich will es nur ergänzen für alle, die sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt haben. Dann sind die vergangenheitsorientiert, sind eher vorsichtig und sind nicht so gern bei schnellen Entscheidungen beteiligt und möchten lieber alles vorher wissen, was auf sie zukommt. Sind nicht so spontan, kurz gesagt. Dann haben wir Rot. Und das sind eben die mit schneller Reaktion und die konzentrieren sich vor allen Dingen auf das Lenken, damit es halt vorangeht. Und die haben ein minimales Interesse an Vorsicht und an Beziehungen tatsächlich. Und die sind im Hier und Jetzt eher und wollen direkt handeln und wollen auf jeden Fall Untätigkeit vermeiden. Dann haben wir die Grünen und das ist eher so die Ruhe-Fraktion. Die wollen vor allen Dingen Verbundenheit, die sind total interessiert eben an Beziehungen. Sie wollen aber auch lieber Stetigkeit, Konstanz, das heißt, sie wollen nicht Veränderungen, sie sind auch im Hier und Jetzt und sie wollen sich gegenseitig unterstützen, Konflikte vermeiden und ja, man sagt bei Grünen auch, wenn man das Buch dann so liest, dass sie meistens gerne Konflikten aus dem Weg gehen vorn rum, aber sich hintenrum dann schon doch auch ärgern oder man kann auch sagen lästern, das ist so typisch auf der Seite, wohingegen ein Roter direkt anspricht und sagt, mich stört genau das, das und das, änder das und das sind die Typen halt ganz unterschiedlich und dann gibt es noch Gelb, das ist dann inspirierend, Grün war übrigens stabil, falls ich es vergessen habe zu sagen und dann haben wir bei Gelb eben rasche Reaktion, nicht schnell, aber rasch. Die konzentrieren sich vor allen Dingen auch auf die Beteiligung. Sie haben ein minimales Interesse an Routine, davon langweilen sie sich schnell. Sie sind zukunftsorientiert, sind eher impulsiv und haben eine Tendenz dazu, Isolation zu vermeiden. Also sie sind auch sehr gesellig. Die sind häufig bei Veranstaltungen auch schnell im Mittelpunkt. Die reden gern, sind so gern Center of Attention. Und das dann eben diese vier Farbtypen. Und es ist so, so genial, weil dieses Buch unterteilt ist immer in die vier Farben. Aber es ist nicht so, dass man ewig viel über Rot liest oder über Gelb, Blau, Grün. Sondern es ist immer so nach, also einmal grundsätzlich erklärt, dann wie sind die in Beziehungen, wie sind die in der Arbeit, wie kann man damit besser im Team umgehen und derjenige hat auch Tests gemacht, weil der hat natürlich auch sehr viele Unternehmen gecoacht und Teams gecoacht und hat dann auch so aufgeschlüsselt, wie am besten zum Beispiel eine Teamkonstellation ist, setzt sie sich am besten zusammen aus nur Rot, nur aus Grün oder was für eine Mischung ist da auch gut und ja, ich fand es einfach sehr, sehr herrlich, die ganzen Beispiele und ich musste so oft lachen und mein Mann auch dann, als er es gelesen hat, hat das auch verstanden, warum ich dauernd gelacht habe. Das hat ihn nämlich vorher etwas verunsichert. Und deswegen kann ich euch das von Herzen empfehlen. Ich werde euch übrigens alle Bücher auch in der Infobox verlinken. Machen wir weiter mit einem absoluten Klassiker meiner Meinung nach. Und die Person, die Autorin, die hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und ich habe jetzt auch schon gerade ein zweites von ihr abgeschlossen, was ich euch auch so ans Herz legen kann. Also ich mache gerne auch noch einen zweiten Teil von diesen Buchempfehlungen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und auch gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, weil das zeigt mir immer grundsätzlich die Tendenz, ob das Video inhaltlich gut war. Deswegen, ja, lasst mir gerne eure Meinung da. Und zwar geht es jetzt hier als zweites um dieses Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das habe ich auch gefunden über eine Kollegin von mir, nämlich über die liebe Nadine, Life Worth Living. Wir kennen uns auch, glaube ich, schon seit 10 Jahren oder so. Also wir sind echt schon Urgesteine auf YouTube. Und sie hat dieses Buch hier empfohlen und ich habe es aber auch sonst noch bei ein paar Leuten gesehen und dann musste ich das einfach lesen. Das ist schon eine Weile her, ich glaube 3 Jahre oder so, wo ich das gelesen habe. Und wie gesagt, auch das neueste Buch von ihr habe ich gelesen mit Nestwärme, die Flügel verleiht. Das habe ich als Hörbuch gehört und es ist so, so, so gut. Also auch das absolute Empfehlung. Aber als Grundbasis würde ich immer das hier empfehlen, weil da wirklich alles aufgeschlüsselt ist und man es grundsätzlich mal versteht, wenn man sich noch nicht mit eben dem inneren Kind auseinandergesetzt hat. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also es ist ja so, dass wir jetzt gerade, also ich denke mal fast alle, die zuschauen, sind gerade erwachsen oder zumindest am Erwachsenwerden. Also mein Durchschnitt ist ja 30 Jahre alt auf meinem Kanal. Würde mich aber interessieren, wie alt seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, weil es ja auch wieder ein ganz großer Unterschied ist, wie alt ist man, wenn man sich für solche Themen interessiert. Ich bin ja selber 34 mittlerweile, glauben viele auch nicht. Ich werde auch, das ist eine der häufigsten Fragen, die über mich gegoogelt wird tatsächlich. Und ich habe dieses Buch mit ungefähr 30 gelesen. Ja, also schon fast 4 Jahre her. Bevor ich nämlich mich entschieden habe, wirklich schwanger zu werden. Ich habe nämlich da an diesem Punkt gearbeitet, dass ich ja schon erwachsen war, aber ganz häufig in dieses trotzige Kind gefallen bin und keiner mag mich.
gut. Also jetzt in Situationen, wo es mir nicht gut ging. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwas in mir ist noch nicht so richtig geheilt, noch nicht vollständig. Ich habe mich noch nicht gut genug um mich gekümmert, um Mama zu werden, um für jemand anderen da zu sein. Und deswegen habe ich daran gearbeitet, unter anderem ja mit meiner Psychologin, aber auch dieses Buch hier hat mir extrem geholfen, weil es eben darum geht, das innere Kind kennenzulernen und festzustellen, was braucht es, um geheilt zu werden, was triggert es, warum raste ich denn aus, also was verletzt mich manchmal, was macht mich wütend, weil das sind generell sehr wahrscheinlich Gefühle, die von diesem inneren Kind herkommen. Und damit man das besser verstehen kann, das ist so, dass man ein Schattenkind hat, sagt sie jetzt. Es gibt je nach Psychologe andere Bezeichnungen dafür. Und das Sonnenkind und eben das Erwachsenen-Ich, wo man jetzt gerade ist. Das heißt, das rational denkende Wesen ist man jetzt, der Erwachsene. Aber man verfällt halt super schnell in diese Sachen, die man aus der Kindheit schon kennt, diese Prägungen aus der Kindheit. Wenn einen zum Beispiel einer nicht ernst nimmt, dann erinnert es einen vielleicht in die Kindheit, wo der Lehrer einen nicht ernst genommen hat oder die Eltern einen nicht ernst genommen haben. Und es triggert einen so sehr, obwohl im Heute und Hier und Jetzt in der Situation vielleicht gar nichts Schlimmes eigentlich passiert ist und die andere Person das gar nicht so meinte, wird man sofort da zurückversetzt und geht dann in das trotzige Kind rein zum Beispiel. Und das Sonnenkind ist das, was Spaß hat, also was auch mal, wenn man so dieses Gefühl hat, oh, es ist nochmal Kind sein als Erwachsener, ich setze mich jetzt auf die Schaukel und denke, wow, das macht voll viel Spaß, das ist dieses Sonnenkind. Und das ist ja super, das stört uns ja nicht, aber dieses Schattenkind will halt einfach gepflegt werden und umsorgt werden. Und das habe ich so extrem gemerkt bei mir, wenn ich feststelle, was für Bedürfnisse ich habe und ich mir die selber also gebe, sowas wie Geborgenheit, mich mal selber in den Arm nehme, auch wenn es komisch klingt, dann reagiere ich nicht so krass. Es klappt noch nicht immer. Ganz ehrlich, aber es hilft mir so sehr, relativ schnell wieder umzuschalten und umzudenken und es zu analysieren und mich gut zu fühlen dann wieder und mit der Situation als erwachsener Mensch wieder klarzukommen. Deswegen absolute Empfehlung auch von mir an der Stelle. Dann kommen wir zu dem Buch, was ich jetzt als neuestes gelesen habe und ich bin hin und weg. Ich dachte immer, was sind das für, Entschuldigung, nicht so schön gestaltete Bücher? Für alle, die das jetzt schön finden, es tut mir voll leid, es ist nicht mein persönlicher Geschmack. Aber vielleicht habt ihr die schon mal gesehen im Buchladen, weil die liegen fast bei jedem Buchladen in der Nähe der Kasse und zwar mehrere, die so ähnlich aussehen und ich dachte immer, Gott, was muss das für eine Lektüre sein? Das erinnert mich so an die Schulzeit von früher. Und ich habe da nie gern gelesen in der Schule. Das kam erst später im Studium irgendwann, dass ich gerne gelesen habe. Ich war keine Leseratte als Kind. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Buch doch jetzt mal mitgenommen und dachte, komm, es sind ja nur 100 irgendwas Seiten, 120 oder sowas, kann man ja mal lesen. Und dieses Buch, das hat so krass jetzt nochmal so mein Leben bewegt und meine Gefühle, meine Emotionen bewegt. Wie gesagt, beim Lesen kamen mir ein paar Mal die Tränen. Ich habe es verschlungen und mir gleich den zweiten Teil gekauft, schon gelesen. Und den dritten Teil fange ich jetzt gerade an. Und ja, worum geht's? Es ist ein Mann, der John, das ist auch der Autor dieses Buches und der erzählt von seiner persönlichen Erfahrung, als er dieses Kaffee am Rande der Welt entdeckt. So heißt auch das Buch und das ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens und es klingt so voll abgefahren, aber es ist so cool gemacht. Also im Grunde ist es halt ein bestimmtes, ganz besonderes, außergewöhnliches Kaffee, in das der John genau in dem Moment kommt in seinem Leben, als er es am dringendsten braucht. Und die Menschen, die da arbeiten und spezielle Gegebenheiten in diesem Café wirken so ein bisschen mystisch, aber es ist ja auch ein Buch, es ist ja keine reale Erzählung, sondern es ist ja eine Art Geschichte. Und diese Dinge, über die sich die Menschen in diesem Buch unterhalten, die Erkenntnisse, die sie sich gegenseitig geben und die Entscheidungen, die sie daraufhin treffen, die haben, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, oh, ich will auch nicht zu viel verraten, weil es ist ja auch spannend, die haben mich so sehr bewegt und es geht im Grunde eigentlich darum, dass viele Menschen in ihrem Alltag verhaftet sind und denken, Arbeit muss keinen Spaß machen, ich kann mir davon was kaufen, ich kann ja ein schönes Leben führen. Später oder jetzt auch schon, ich habe halt Wochenende oder ich habe die Abende und ach ja, Arbeit ist halt Arbeit und nicht jeder kann Spaß haben bei der Arbeit und überhaupt, Arbeit darf keinen Spaß machen. Das kenne ich auch noch vor ein paar Jahren bei mir, dass viele Zuschauer geschrieben haben, was du verdienst mit YouTube Geld, das darf, also YouTube, das darf kein Geld geben, das macht ja Spaß. Das hat sich zum Glück ja auch gewandelt, aber viele Menschen denken das halt immer noch. Und wer Spaß hat bei der Arbeit, der arbeitet halt nicht und der hat überhaupt nicht mitzureden, was Anstrengung ist und so weiter und so fort. Genau, und darum geht es jetzt nicht im
Gründe, sondern dass man da halt umdenkt und feststellt, dass man wirklich sein Leben in der Hand hat. Und eine schöne Geschichte, die möchte ich ganz kurz rausgreifen, das ist nur eine Mini-Geschichte, die dauert eine Seite oder sowas, die erzählt eine Person der anderen. Und zwar geht es da um einen Fischer. Und da ist es so, dass ein Geschäftsmann in ein Dörflein reinkommt. Wenn ihr die Geschichte kennt, bitte nagelt mich nicht fest. Ich habe nicht alles 100% getreu, aber es geht um den Sinn. Wie gesagt, ein Geschäftsmann kommt in ein Dörfchen, in ein Fischerdörfchen. Da ist ein Fischer und der fängt jeden Tag tollen Fisch. Und dann sagt der Geschäftsmann zu ihm, warum fängst du denn nicht mehr Fisch? Du könntest eine Firma aufmachen, du könntest expandieren, du könntest exportieren, du könntest eine riesengroße Firma draus machen. Und dann sagt der Fischer, wieso, was würde ich denn dann tun? Und dann sagt der Mann, ja, was machst du denn jetzt? Und dann sagt er, ja, ich gehe morgens fischen, kaufe den Fisch, esse mit meiner Familie, habe einen wunderschönen Nachmittag, ich gehe meiner Leidenschaft nach und am Abend sind wir alle glücklich, kurz gefasst. Und dann sagt der Geschäftsmann, ja, aber wenn du das alles machst, dann kannst du so viel Geld verdienen, dann hast du ausgesorgt. Dann hat er gemeint, und dann, was würde ich dann tun? Ja, das, was du willst. Dann sagt der Fischer, also ich könnte morgens Fisch fangen für meine Familie, ich könnte mittags essen, ich könnte einen schönen Nachmittag haben und abends auch noch mit meiner Familie Zeit genießen. Genauso wie ich es jetzt schon tue. Ja, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, arbeiten wir alle auf irgendwas meistens hin und denken, jetzt muss ich noch das machen und das machen und das machen und dann ist Wochenende, ach nee, habe ich wieder keine Zeit, ich muss mich noch mehr reinhängen, aber irgendwann wird sich das schon lohnen, dass ich mich so da reinhänge. Und wenn wir aber immer so weitermachen, sind wir irgendwann in Rente und haben unsere gesamte Zeit, wo wir vielleicht, keine Ahnung, eine Weltreise machen konnten, ein Bungee-Jumping machen konnten oder einfach nur unseren Alltag genießen konnten, ist im Prinzip schon, liegt alles hinter uns und wir wollen das schönste Leben führen, wenn wir schon fast 70 sind. Und das ist irgendwie nicht richtig. Natürlich müssen wir fürs Alter vorsorgen, ist logisch. Wir wollen ja da nicht plötzlich auf der Straße leben, weil die Rente wird dann, wenn wir alt sind, nicht mehr ausreichen. Reicht ja jetzt auch schon für die meisten nicht aus. Aber wir müssen trotzdem auch die Zeit jetzt genießen, was nicht heißt, Geld rauszuwerfen, sondern dass wir unseren Alltag so gestalten, dass wir uns gut fühlen, dass wir jeden Tag ein bisschen Glück haben und ein bisschen glücklich sind. Und dieses Buch macht Mut dazu, das irgendwie doch in Angriff zu nehmen. Wobei, ihr kennt mich wahrscheinlich ja, ich bin eh schon ein Mensch, der das schon macht. Aber das Buch hat mich nochmal mehr dazu ermutigt, den ganzen noch weiter auf die Spur zu gehen und meinen Sinn des Lebens noch zu verfeinern und den Fokus noch mehr zu finden. Und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Es hat mich auch inspiriert nochmal für meinen YouTube-Kanal, für mein Leben, für eben meine Arbeit, meine Familie, für alles. Und der zweite Teil ist noch cooler, finde ich. Der baut aber auf dem hier auf. Also das würde ich zuerst empfehlen. Und es würde mich natürlich sehr interessieren, wie eure Erkenntnisse sind, falls ihr die Bücher schon gelesen habt oder wenn ihr noch weitere tolle Bücher kennt, die ihr gerne empfehlen möchtet, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Und ansonsten könnt ihr gerne mal hier reinschauen und hier unten auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr nichts von mir verpasst. Und wenn ihr noch weitere Videos über die Bücher sehen wollt, über weitere Bücher, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!